Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Damit herzlich willkommen zum 61. Godda Podcast. Heute mal ein bisschen anders. Also ich sitze hier natürlich wieder mit dem wundervollen David, a.k.a. Dev. Hallöchen. Und ich bin Steven, bzw. Rookie. Aber ja, wie gesagt, heute ist ein bisschen was anders, denn es ist Montag erstmal. Ich bin irgendwie gerade aus dem Bett gefallen, frisch. Same. Und ja, wir wollten eigentlich gestern Abend aufnehmen, den letzten Teil unserer Sonic Adventure Diskussion, also gestern am Sonntag. Aber der Bot, der Discord-Bot, mit dem wir aufnehmen, der hatte keinen Bock. Null Lust, also er hat uns sehr, sehr viele Probleme gemacht. Zum ersten Mal überhaupt, könnte man sagen. Und deswegen nehmen wir heute einen etwas kürzeren Podcast auf. Ich hatte es auf Twitter schon mal kurz geteilt, gestern Abend noch. Und haben aber ein bisschen was an News zumindest dabei. Mhm. Oh Gott, ich muss erst mal wach werden. Das ist echt nicht angenehm. Ja, das ist eine ungewohnte Aufnahmezeit für uns beide. Oh, ich fühle mich irgendwie, als wäre ich gerade aus dem Koma aufgewacht und müsste jetzt Podcast aufnehmen. Oh je. Das kann was werden heute. Aber gut, fangen wir an mit dem News-Rückblick der letzten Woche. Und da beginnen wir mit Sonic Forces Mobile. Da haben wir zwei kleine News. Zum ersten haben wir einen neuen Wallpaper. Zwei neue Wallpaper von den SETI vom kürzlich beendeten Claw and Disorder Event, was in Sonic Forces Mobile stattgefunden hat. Auf dem einen Artwork haben wir Zaz und Zevok und auf dem anderen haben wir Xena. Und falls ihr das gerne für euer Telefon haben möchtet, gibt es ein paar Hextraordinary New Wallpapers für euch. Das habe ich auch gesehen, das wollte ich auch ansprechen. Das ist eigentlich ziemlich clever. Ja, aber der Sega Hardlight Twitter macht häufiger mal so eine Wortspiele. Das finde ich ganz witzig. Ja, yep, ist amüsant. Und außerdem in Sonic Forces Mobile gibt es gerade ein neues Event, nämlich die Pocket Birthday Party. Wir hatten ja vor einer Weile schon mal gesagt, so hey, Sonic Forces Mobile ist übrigens 3 Jahre alt. Und jetzt gibt es ein Pocket Birthday Party Event, um das auch zu feiern, wo ihr 3 verschiedene Charaktere als Karten bekommen könnt, nämlich Slugger Sonic bzw. Schlagmann Sonic, Excalibur Sonic und Elf Classic Sonic. Und scheinbar gibt es noch some great prizes in den Gewinnertruhen später im Event, aber da gibt es noch keine genaueren Informationen. Das wird sich dann wahrscheinlich bis zum nächsten Podcast hoffentlich geklärt haben. Mhm. Gut, soweit zu Sonic Forces Mobile. Kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie, der Sonic Movie. Und ja, hier haben wir eigentlich erstmal nicht wirklich eine News über den Sonic-Film. Buh! Ey! Sondern wer in unserer Einleitung heute ein bisschen aufgepasst hat, kannte den Spruch vielleicht von schon irgendwoher. Das kommt nämlich vom rosaroten Panther. Und da ist ein Reboot in Arbeit. Ich nehme an, ein Film-Reboot. Und die News hierbei ist, dass Jeff Fowler, der ja auch Director vom Sonic-Film war, auch diesen Film übernimmt. Ergo, wir wissen eigentlich schon, was storymäßig passiert. Der rosarote Panther bekämpft einen verrückt gewordenen Wissenschaftler. Mhm. Also so, wie es beim rosaroten Panther eigentlich schon immer war. Also, genau. Und er wird auch irgendwie von seiner Welt in die Welt der Menschen transportiert, also ins echte Amerika, und trifft da einen anderen Menschen, mit dem er dann gemeinsam einen Roadtrip nach, keine Ahnung, Los Angeles oder New York unternimmt, irgend sowas. Und am Ende wohnt er dann da im Kinderzimmer. Genau, ja. Also das, sorry für den Spoiler, aber das wird der Plot vom rosaroten Panther sein. 100%, kein Zweifel. Und ich fand das einfach sehr, sehr witzig, weil, hey, Jeff Fowler hat das eigentlich mit dem Sonic-Film echt gut gemacht. Ja, und scheinbar ist das bemerkt worden und scheinbar zieht er jetzt ein paar mehr Projekte von so animierten Tierchen an Land. Ich sehe es schon, das Chipmunks-Reboot. Ja, Jeff Fowler. Oder die 3 Chipmunks einen verrückt gewordenen Wissenschaftler besingen. Ganz neues Konzept. Übrigens, ich habe es gestern Abend, als wir auf Discord gesprochen haben, zwar schon gesagt, aber der rosa-rote Panther wird den Floss machen, oder? Garantiert. Da kannst du drauf wetten. Er hat halt auch eine Körperform, wo das einfach passt. Ja, yep. So long gezogen. Reden wir nicht drüber. Sondern machen lieber weiter mit dem Sonic Movie Sequel. Ja, yep, jetzt gibt es aktuelle Sonic Movie News. Und zwar...
So, nach einer und noch einer weiteren kurzen Unterbrechung sind wir wieder zurück. Ja. Erstmal hat David ein böses Wort gesagt, wofür ich ihn rügen musste. Yep. Das habe ich natürlich rausgeschnitten. Dann habe ich versehentlich ein böses Wort gesagt, wofür ich ja viel Gelächter abbekommen habe, weil das wirklich etwas... Nein, also eigentlich, David wurde angerufen und deswegen mussten wir mal kurz pausieren, aber... Was danach passiert ist, sollten wir besser nicht so öffentlich machen. Glaube ich auch nicht. Wäre vielleicht besser für unsere beiden Rufe. Fakt ist, dass wir nicht nochmal am Morgen aufnehmen. Nope, das die Lektion haben wir inzwischen gelernt. Ja, aber machen wir erstmal weiter, denn wir waren beim Sonic Movie Sequel. Genau, Sonic Movie Sequel. Und zwar haben wir da jetzt wieder eine neue News bekommen, wie es da jetzt eigentlich ausschaut mit der Produktion und allem. Und besagte Produktion startet im März 2021. Also es ist jetzt im Grunde bestätigt worden, der Film geht an dem Datum in Produktion. Also ich schätze mal, dann beginnen so langsam die Dreharbeiten und das Skript wird auch langsam finalisiert und alles Mögliche. Und was ebenfalls recht interessant ist in Hinsicht dieser News, es gibt einen Codenamen von dem Film. Also es ist nicht einfach nur Sonic Movie 2, sondern der Codename lautet Emerald Hill. Also im Grunde die erste Stage aus Sonic the Hedgehog 2 und auch eine Anspielung, dass man mit der Story auf jeden Fall in Richtung Sonic the Hedgehog 2 gehen will. Und dass Tails, wie jetzt bereits vermutet vom ersten Film, einen sehr starken Fokus haben wird in diesem zweiten Teil. Also ja, März 2021 geht's los und rauskommen soll der Film laut aktuellen Informationen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, im April 2022, also ein gutes Jahr später. Mal schauen, ob dieses Datum jetzt letztendlich halten kann. Durch Covid hat sich vielleicht ein bisschen was verschoben. Aber wie gesagt, es ist zumindest am Laufen. Der zweite Teil kommt recht gut voran. Und das ist eigentlich eine gute, positive News. Ich möchte an der Stelle kurz erwähnen, dass der erste Sonic-Film auch einen Codenamen hatte natürlich. Und der war, wenn, also ich suche gerade die News nochmal nebenbei raus, aber ich finde sie gerade nicht. Der vom ersten Film war nämlich, soweit ich gelesen hatte, Casino Night. Mm, genau, ja. Das kommt mir bekannt vor, ja. Was auch eine Stage aus Sonic 2 war. Mhm. Also dem muss man jetzt nicht unbedingt so viel Bedeutung beipflichten, nur weil der Codename jetzt von Sonic 2 ist, weil das war beim ersten ebenfalls schon so. Mhm, aber wer weiß, wie gesagt, also Emerald Hill ist schon recht eindeutig irgendwie. Gib mir vor, dass wir mit der Story halt wirklich so in Richtung Tails gehen wollen. Mhm. Also das ist halt offensichtlich, das wissen wir ja vom Ende des ersten Films schon. Genau, ja, das wäre eine Verschwendung, wenn sie es nicht machen würden, ja. Oh, ich habe übrigens die News gefunden. Ich schicke dir das mal ganz kurz auf Discord. Das ist nur ein Tweet. Mhm. Dann hast du das auch nochmal da so als Bestätigung, dass ich hier nicht komplett Müll erzähle. Ja, stimmt. Team, yep. Auch interessant. Warum Casino Night? Es muss nicht irgendeinen Grund haben, warum der Film jetzt so genannt worden ist. Vielleicht. Ich denke, es war einfach so, keine Ahnung. Hey, coole Anspielung, lass mal nehmen. Vielleicht hat es irgendwas mit San Francisco zu tun, wo der Film ja auch so ein Teil spielt, dass es irgendwie so eine... Dann wäre City Escape doch besser gewesen, oder? Stimmt allerdings. Aber lass uns erstmal weitermachen, denn es gibt auch neues Merchandise und Merchandise, das ich haben will. Oh ja. Yeah. Und zwar im Sega Shop gibt es jetzt ein paar ziemlich nette Pins vorzubestellen. Und zwar kann man sich das so vorstellen, es ist im Grunde ein Zweier-Set mit zwei verschiedenen Pins, die man sich an die Kleidung, an die Jacke hängen kann. Schaut ziemlich nett aus und sie sind auch recht festlich teilweise. Also es gibt Halloween-Pins, es gibt Weihnachtspins. Und dann die haben wir aber übrigens schon mal gesprochen, über die Weihnachtspins. Genau, die Weihnachtspins haben wir tatsächlich schon angesprochen, damals, wie wir über die ganzen Weihnachtsartikel im Sega Shop geredet haben. Und dann gibt es noch ein paar übliche Classic-Sonic-Pins, also mit Classic-Charakteren, wie zum Beispiel Sonic, Eggman, Tails und Knuckles. Und ja, yeah, also die Pins gibt es, wie gesagt, im Zweier-Set. Die meisten davon sind vorzubestellen, leider. Also ich habe in ein paar reingeschaut und da steht voraussichtlicher Release November. Und da müssen sie sich ein bisschen beeilen, weil der November hat eigentlich nur mehr eine gute Woche. Aber vielleicht kommt es nur irgendwann in den letzten Tagen vom November raus und sie werden langsam verschickt. Und ein Pinset ist tatsächlich schon erhältlich. Das ist das Halloween-Pinset. Ist zwar ein bisschen verspätet, aber wer vielleicht so ein paar Gruselpins sich auf die Jacke hängen will, kann sich natürlich auch das Halloween-Pinset holen. Na, über und das haben wir übrigens auch schon gesprochen. Das möchte ich genau an der Stelle nochmal erwähnen. Genau, das war auch bei den Halloween-News mit dabei. Und die Pinsets kosten, also zwei Stück von denen kosten im Grunde 9 Euro oder 8,99 Euro. Und wie gesagt, oh, ich sehe gerade, es gibt dann auch noch Pins zu Sega-Konsolen, wie zum Beispiel den Dreamcast und im Mega Drive Sega Saturn sehe ich da auch noch. Also auch für Konsolenfans, die irgendwie so die Unterstützung für die Konsolen ein bisschen bekunden wollen, die können sich auch die Pins schnappen.
Sind also ein paar ziemlich nette Sachen dabei. Schaut da mal rein in den Sega-Shop. Wenn sie euch interessieren, dann holt sie euch. Ja, ich will sie haben, aber teuer. Ja, 9 Euro für 2 ist jetzt doch ein also bisschen hart. Also es ist halt ein okayer Preis. Es ist halt ein okayer Preis, aber ich muss ja theoretisch so viel bestellen, dass ich die 50 Euro voll kriege, damit ich keinen Versand habe, weil Versand genau. halt sehr teuer ist. Eben, ja. Also, ob sich das schwierig. Mit dem Pins ausgeht, dann müsst ihr wahrscheinlich alles jetzt schnappen und ja, ob es das wert ist. Aber machen wir erstmal weiter, denn wir kommen jetzt in den Bereich Social Media und da hat der Sonic the Hedgehog Twitter ja ein Video veröffentlicht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also im Prinzip geht es um die Ultimate Life Form als Hund. Die Ultimate Dog Form wohl eher? Wow. Also, ja, es ist halt ein süßer kleiner Shadow-Clip, wo ein Hund ein Shadow-Kostüm trägt und gegen Dr. Eggmans Schergen kämpft. Natürlich wundervoll animiert mit wundervollen 3D-Animationsgrafiken, also das Beste vom Besten. Sowas sieht man nicht mal im Kino. Also, ich habe ehrlich gesagt, ich habe das ja gestern Abend nochmal durchgeguckt, bevor wir ursprünglich den Podcast aufnehmen wollten und ich habe einfach keine Worte. Es ist sehr humorvoll, mir hat es sehr gut gefallen. Und was ich da auch recht besonders finde in dem Clip, die Voice-Clips, die im Grunde von Shadow verwendet werden, also es werden da richtige Shadow-Voice-Clips eingespielt und es sind nicht Voice-Clips von seinem aktuellen Sprecher Kirk Thornton, sondern von seinem damaligen Sprecher zu Shadow the Hedgehog-Zeiten, also zum Spiel, von Jason Griffith und das habe ich tatsächlich ein bisschen interessant gefunden, also dass nicht der aktuelle Sprecher verwendet wird, sondern tatsächlich der vorherige Sprecher, eben weil es natürlich eine Anspielung an Shadow the Hedgehog, an das Spiel ist, aber trotzdem war so ein bisschen ein kleines interessantes Tidbit. Ja, also für mich ist damit klar, Shadow the Hedgehog, das Remake, ist bestätigt. Ja, yep, und Jason Griffith kehrt als Shadow zurück. Ja. Zuerst gehört Best Spinish. Zuerst gehört bestspinish.de im Goddard Podcast. Erzählt es gern weiter. Mhm. So, und jetzt machen wir aber weiter mit dem Sonic Channel, wo es wieder ein neues Artwork gibt. Und diese News musste ich leider dem guten David geben. Yep. Weil ich habe sie unter Waffengewalt haben wollen. Wow, das war süß, ne? Ja, aber es ist verständlich in dem Fall. Ja. Und zwar, ich habe letzten Monat noch so mich ein bisschen beschwert, nicht so schlimm, von wegen, ich habe für November eigentlich gehofft, dass Eggman ein Sonic Channel Artwork bekommt, also ein neues Wallpaper. Und letztendlich ist es Blaze geworden, was nicht so schlimm für mich war, weil ich Blaze auch sehr gerne mag. Und jetzt im Dezember ist meine Bitte erhört worden und es ist tatsächlich Dr. Eggman. Dr. Eggman kriegt im Grunde ein neues Sonic Channel Wallpaper, das man sich für den Computer oder fürs Handy einrichten kann. Und es ist ein sehr, sehr cooles Artwerk. Also mir gefällt es wirklich sehr. Und was mir auch zusagt, ist, dass Orbot und Cubot auch auf dem Bild mit dabei sind. Also die zwei Helferlein werden dann nicht vergessen. Und ja, yeah, also ist einfach ein ziemlich hübsches Artwerk. Ich habe es mir schon als Desktop-Hintergrund eingerichtet und das wird wahrscheinlich noch eine gute Weile verbleiben. Natürlich. Mir gefällt es wirklich gut und es ist toll, dass Eggman am Ende des Jahres auch nochmal ein sehr cooles Wallpaper kriegt. Ja, mich interessiert es halt nicht so, aber man kann nicht immer gewinnen. Ja, man kann nicht alles haben. Ich glaube, Knuckles war in dem Jahr auch schon dran, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich ja, weiß, aber nur einmal. Okay, fair. Inakzeptabel. Gut, das ist natürlich fair. Nein, natürlich nur Spaß. Aber es gibt auch noch ein weiteres Spezialartwork, von dem wir jetzt dieses Jahr schon so einige hatten. Und dieses Mal ist im Hauptfokus eine Katze. Mhm. Anders als ihr vielleicht denkt, ist es nicht Big the Cat, obwohl er auch seinen prominenten Auftritt hat. Nicht nur. Sondern es ist Blaze. Die wird nämlich in ihrem, ich schätze mal, Palast, Schrägstrich Haus, was auch immer, bei ihrer täglichen Arbeit gezeigt, mitsamt einem Portier, der sich gerade ein bisschen, ja, ich denke mal, es ist Tee macht. Mhm. Im Hintergrund passenderweise ein Piratenschiff auf dem Wasser. Das ist auch eine nette Anspielung an Sonic Rush Adventure. Und über Blaze hängt ein Bild von ihrem Lover, nämlich Big the Cat. Oh boy. Ich habe mich auch schon gefragt, warum da ein Bild von Big hängt. Ausgerechnet von Big. Und ich schätze mal, es ist einfach wieder die übliche Anspielung. Aber die Implikation, warum Blaze in ihrem Palast ein Bild von Big hat, lässt natürlich die Tore offen für einige ziemlich interessante Fantheorien. Ja, hier schreibt sogar einer in den Kommentaren auf Twitter, Big the Cat ist ein Porträt.
üblicherweise haben die, sind das Royal Porträts von den Mitgliedern der Royal Family. Mhm. Also, keine Ahnung, Big ist der lange verschollene Bruder von Blaze oder vielleicht sogar der Vater, irgendwas in der Hand. Und er hat sein Gedächtnis verloren und deswegen ist er in Sonics Welt unterwegs und hat sich mit einem Frosch befreundet. Jetzt erklärt sich auch, warum er einfach so random in Sonic Adventure aufgetaucht ist. Ja, yeah, genau, er ist eigentlich von Blazes Welt gekommen. Genau. Neuer Headcanon. Aber... Naja, das Artwork selbst finde ich ganz schick. Vor allem finde ich es cool, dass ihr Stift brennt. Ja, also man sieht, sie hat einen richtigen Papierstapel und sie ist wahrscheinlich so schnell am Unterschreiben, dass ihr Stift schon Feuer gefangen hat. Aber auf der falschen Seite. Ja, yep. Stimmt. Also, das ist ein sehr, sehr komisches Artwork, aber hey, ich mag es gerne. Ich mag es sehr gerne. Ich finde es toll, dass die Welt von Blaze auch hin und wieder mal so zur Geltung kommt, dass Blaze einfach bei ihren realen Tätigkeiten gezeigt wird, weil man könnte hin und wieder vergessen, dass sie eigentlich eine Prinzessin ist. Und so gesehen, ein super Artwork, ist echt toll. Ja, und gegebenenfalls nehme ich das auch direkt als Podcast-Thumbnail. Mal schauen. Ja, wäre eine gute Wahl. So, jetzt aber erstmal weiter im Text, denn David hat mal wieder ein paar neue News aus dem IDW-Universum ausgegraben. Ja, yep, nicht ganz so viele neue News, also die nächsten Ausgaben lassen gerade noch ein bisschen auf sich warten, aber wir haben ein neues Cover und zwar schon zu Ausgabe Nummer 38, das ist noch ein paar Monate hin, gibt es von Matt Herms das Cover A und das sieht ziemlich cool aus, also mir gefällt das Artwork sehr, es ist im Grunde Sonic, Tails und Amy, die in so einem Weltallstrudel feststecken. Und an der Seite sieht man die Special Stage von Sonic Advance. Ja, yeah, oder? Genau, stimmt. Das ist eine gute Anspielung. Das habe ich jetzt gar nicht so bemerkt, aber das könnte also, zutreffen. Im Kontext ergibt das halt Sinn, weil wir ja das Cover B, glaube ich, war es, weil da ja auch jede Menge Anspielungen auf Special Stages drin waren, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, stimmt. Stimmt. Guter Count, ja. Das hätte ich jetzt gar nicht bemerkt. Tja, und ich bin halt klug. Ja, guter Sonic-Fett. Und an der Seite sieht man dann auch Tangle und den neuen Charakter Bell, die beide auch eine relativ große Rolle in dieser Storyline haben. Die Storyline ist bis jetzt nur sehr kurz angeschnitten worden, also man weiß noch nicht viel drüber. Was man weiß, ist, dass Sonic, Tails und Amy in einem Turm von Dr. Eggman gefangen werden und da irgendwie einen Weg rausfinden müssen. Und in dem Turm passieren scheinbar relativ übernatürliche Sachen. Also mal schauen, wie diese Story letztendlich ausschaut. Es ist eine Story, die von Evan Stanley auch geschrieben wird, nachdem sie jetzt auch den letzten Vierteiler oder den aktuellen Vierteiler genau gesagt übernimmt. Und den aktuellen Vierteiler, um jetzt schon die perfekte Überleitung zu haben, habe ich auch angefangen in meinen Comic-Mittwoch-Reviews ein bisschen zu begutachten, nämlich den ersten Teil. Darf ich noch mal ganz kurz was zu dem Cover-Artwork sagen, was mir gerade auffällt? Bitte, bitte abschneiden, bitteschön. Amy sieht ja so aus, als würde sie gerade ihren Hammer schlagen, aber der Hammer der fliegt irgendwo hinter ihr. Stimmt, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen am Anfang. Keine Ahnung, ja. Oder sie hält sich irgendwie so das Kleid nach unten, keine Ahnung. Stimmt, das kann auch sein, ja. Ja. Sowas, ich schätze mal, es ist eher das, aber sie wirkt schon eher so, als würde sie furios den Hammer schlagen, ohne den Hammer in der Hand zu halten. Und Orbot und Cubot nicht zu vergessen. Natürlich, die zwei sind auch dabei und sie wirken, besonders Orbot wirkt irgendwie bitterböse. Das ist ganz ungewohnt von ihm. Also ich bin da mal sehr drauf gespannt. Ich müsste die Comics mal weiterlesen. Solltest du. Große Empfehlung. Nach wie vor, seit, keine Ahnung, 5 Monaten oder so. Aber du spoilerst mich ja immer, so wie jetzt im neuen Review zu Ausgabe 33. Keine Sorge, ich werde nicht zu viel verraten. Oh ja, Ausgabe 33 ist im Grunde die erste Ausgabe, die von Evan Stanley geschrieben wird. Also sie hat ja von Ian Flynn das Writing von den Hauptcomics übernommen. Und ich schaue mir einfach an, was in der Ausgabe passiert, welche neue Storyline eingeleitet wird. Also es ist die neue Chow Racing Storyline, könnte man sagen. Und wenn ihr auch erfahren wollt, was da passiert, wie es mit dem Inhalt ausschaut und was ich von der Ausgabe halte, bitte schaut jederzeit rein, liest euch das Review durch. Ich würde mich jedes Mal freuen. Ich stecke da doch recht viel Arbeit rein. Das Review war wieder gute 2000 Worte lang, also puh. Ja, aber wir wissen ja alle, dass, also Spoiler, Cream und Cheese werden gewinnen, weil Cheese einfach alle umbringen wird. Ja, Cheese ist einfach so extrem OP, er wird einfach alles zerstören in dem Rennen. Und ja, Cream muss nur rufen, Cheese, kill it! Und schon ist alles tot. Und schon alles erledigt, ja. So wird's, darauf wird es vielleicht hinauslaufen, weiß ich noch nicht, weil ich den nächsten Ausgaben noch nicht gelesen habe. Aber ich tippe mal drauf. Bin mal gespannt. Yep. So, dann aber ab zur nächsten Kategorie direkt, nämlich zu Musik. Weil
Es gab vor ein paar Jahren, ich weiß gerade nicht mehr genau, wann das war, 2016 rum müsste es gewesen sein, oder? So rum vielleicht, 2016, 2017? Also auf jeden Fall, ich sehe hier gerade, 2016 Volume 1, 2017 Volume 2. Wir haben beide recht, yay. Ha. Worum es geht, ist die Sonic Adventure Music Experience. Das war eine Reihe von Live-Konzerten, bei denen eben Stücke aus Sonic Adventure unter anderem gespielt wurden. Mhm. Und davon gab es auch CDs. Also zumindest vom ersten gab es eine CD, die aber irgendwie lange, lange verschollen war. Mhm. Und die CD vom zweiten ist nicht wirklich, ja, online gekommen. Also die wurde, glaube ich, nie wirklich released. Ja. Aber während man von Volume 1 die Songs wenigstens irgendwie in niedriger Qualität irgendwo im Internet finden konnte, gibt es die jetzt als FLAC, also das ist so das unkomprimierte Musikdatenformat, von Volume 1 und Volume 2 online im Internetarchiv, also im Internet Archive eigentlich genannt, das ist ja Englisch, archive.org, was halt eine Kollektion ist, so irgendwie von der kompletten Internethistorie im Prinzip. Mhm. Und da gibt es jetzt eben auch Sonic Adventure Music Experience Volume 1 und Volume 2 zum Anhören. Das sind ja Musikstücke, die einfach als verschollen galten, zumindest in hoher Qualität. Und jetzt sind sie aber da. Super, ja. Also das ist einfach sehr coole News, dass halt das Internetarchiv dafür sorgt, dass so eine Sachen ans Tageslicht kommen. Mhm. Und kleiner Fun Fact, ich bin letztens zufällig drüber gestoßen, im Internetarchiv kann man Ultimate Flash Sonic spielen. Ja, stimmt, ja. Also das kam auch erst diesen Monat dazu. Das hat, glaube ich, Donny vom Sonic Stadium hatte das auf Twitter geteilt. Und Ultimate Flash Sonic ist einfach ein Sonic Flash Game im Stil von Sonic Advance 2, was, glaube ich, bei vielen so gerade in unserem Alter, also so in den Mid-20ern, sag ich mal, einfach ein großer Bestandteil der Kindheit war. Oh ja, ich kann mich gut erinnern, wie ich das in der Schule gespielt habe. Und das ist einfach eine coole Sache, dass das jetzt irgendwie auch da spielbar ist, weil das war auch schwer irgendwie zu finden und hey, es ist da, es ist super geil. Es ist wieder zurück. Ich habe ja sowieso vor ein paar Jahren mal auf YouTube da ein Playthrough von gemacht, von allen Charakteren. Aber das war, ich weiß noch, wie ich da gesucht habe, um das zu finden. Es war nicht ganz einfach. Mhm, stimmt, ja. Es geht leider vieles in den Weiten des Internets verloren im Laufe der Jahre. Umso besser, dass es jetzt da ist. Yep. Gut, aber genug von Musik. Jetzt geht es zu Sega und wir sprechen über Verkaufszahlen. Yep. Es geht nämlich mit Verkaufszahlen weiter und zwar hinsichtlich dem aktuellen Quartal oder heute dem letzten Quartal, könnte man sagen. Das ist gelaufen vom Juli bis September. Und da gibt es eine ziemlich positive News, was Sonic angeht. Nämlich im Quartal davor waren die Verkaufszahlen noch bei 1,5 Millionen Einheiten. Also die Verkaufszahlen von allen Sonic-Spielen, könnte man sagen. Nein, warte. Ab bei 1,5 Millionen. Also es sind jetzt 1,5 Millionen mehr. Also ab bei, ups, verlesen, mein Fehler. Passiert, alles gut. Ja, also Moment, dann ab bei 1,5 Millionen. Dann lassen wir kurz rechnen. Dann waren es vorher 0,7 Einheiten, also 700.000 sind dann verkauft worden, ja. Und ab bei 1,5 Millionen, das ist dann eine noch bessere News in dem Fall, weil das ist dann eine riesengroße Steigerung, das sind dann 2,3 Millionen Einheiten. Und das betrifft im Grunde die Einheiten, die sich die Sonic-Spiele verkauft haben in dem Zeitraum, also wie gesagt von Juli bis September 2020. Und das ist wirklich eine ziemlich gute Zahl, weil damit ist Sonic the Hedgehog, die Sonic-Franchise, an zweiter Stelle von Sega total und wird eigentlich nur von Total War so ein bisschen übertrumpft mit 2,5 Millionen. Ha, ich verstehe schon, total und Total War. Das war tatsächlich keine Absicht, aber ich tue mal so, als wäre es eine. Und ja, also Sonic the Hedgehog an zweiter Stelle, Football Manager ist dann ziemlich weit dahinter mit 1,5 Millionen und dann kommt die Persona-Franchise, die ebenfalls 1,5 Millionen Einheiten verkauft hat. Und was ist es geschuldet, dass Sonic im Grunde so hoch oben ist? Das ist höchstwahrscheinlich einem ganz bestimmten Spiel geschuldet, nämlich Sonic Generations. Und zwar war dieses Spiel in diesem Zeitraum in einem Sale für einen Dollar erhältlich, also ein Dollar. Ja. Und das ist natürlich ein irre guter Deal. Sonic Generations ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele nach wie vor. Ein wirklich recht umfangreicher Titel, könnte man sagen. Und dieses Spiel für einen Dollar zu kriegen, ist natürlich riesengroße News. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da sehr, sehr viele Leute zugeschlagen haben und dadurch die Sonic-Verkaufszahlen so in die Höhe gepusht worden sind.
Aber auch Sonic Mania und Team Sonic Racing sind in der Liste mit dabei. Also schätze ich, sind auch da ein paar gute Einheiten verkauft worden in dem Zeitraum. Also ich denke, besonders Sonic Mania verkauft sich ja nach wie vor sehr gut. Ja, natürlich. Gutes Word of Mouth hilft einfach sehr viel. Ja, aber es ist doch eine schöne News, dass das so hochgestiegen ist, auch wenn es halt wahrscheinlich in Euros nicht ganz so viel ist, dadurch, dass Sonic Generations halt für einen Dollar angeboten wurde oder für einen Euro. Mhm. Es ist trotzdem schön zu sehen, dass Sonic sich wieder ein bisschen nach oben helfen konnte in der Liste, weil letztes Mal hatten wir Sonic, glaube ich, auf Platz 4 oder 5. Mhm. Genau, ja. Wer hat hingekommen? Aber gut, soweit zu Verkaufszahlen. Wir haben noch eine News und das ist ein Jubiläum, nämlich von Sonic R. Also Sonic R kam 1997 raus und, oh Gott, das sind jetzt 13 Jahre. Yep. Gut, und Sega Forever, der Twitter-Account von Sega Forever hat dazu ein... Moment, 23 Jahre, 23 Jahre. Nein, 13, ich kann Mathe. Vor allem, ich hab's abgenickt und dann, Moment später, oh, wait a minute. Okay, 23 Jahre, ups. Es ist früh, bitte verzeiht. Es ist echt früh. wo war ich? Genau. Hat der Twitter-Account von Sega Forever ein Artwork veröffentlicht, um dieses Jubiläum zu feiern. Und das Witzige an diesem Artwork ist, das wurde vom Sonic the Comic-Zeichner Rich Elson gezeichnet. In einem sehr unverkennbaren Stil. Also wer Sonic the Comic-Artworks bisher gesehen hat, der wird den Stil sofort wiedererkennen. Und das hat halt Sega direkt den Auftrag gegeben bei ihm und dass er dann sofort wieder da ist und das eben zeichnet. Das finde ich sehr cool. Ja. Yep, und das Artwork sieht echt schick aus. Oh ja. Also besonders Tails, wie er vor der Tails-Doll flüchtet und dann stirbt. Ja, yep, wie immer. Und aber man erkennt halt wirklich sofort den Sonic the Comic-Stil, auch wenn es halt viele Jahre Unterschied sind inzwischen. Mhm. Aber der Stil ist da. Ja, man sieht es vor allem, wie gesagt, an Sonic und seiner Gesichtsform. Das ist einfach unverkennbar, ja. Für die, die jetzt mit Sonic the Comic nichts anfangen können, übrigens, das ist die Fleetway-Comic-Reihe, die irgendwann in den 90ern aktuell war. Ich glaube so 95 rum. Ja, könnte hinkommen, ja. Ah. Kam auch in Deutschland unter dem Namen Sonic der Comic. Wie kreativ. da war Sonic unter anderem auch mal braun. Ja, yep, genau. Das hat so ein bisschen eine eigene Origin-Geschichte. Das hat im Grunde die amerikanische Sonic-Bibel übernommen, die damals existiert hat, wo Sonic im Grunde ein ganz normaler Igel war. Und war nicht Dr. Eggman irgendwie das Gen-Experiment, was fehlgeschlagen ist? Nicht, also teils. Dr. Eggman war vorher Dr. Owai Kinderbohr, also Dr. Ivo Robotnik im Grunde verdreht. Oh, wow. Er war im Grunde ein netter Wissenschaftler, ein freundlicher, der sich mit Sonic befreundet hat und eben wollte alles Böse und eben daran geforscht hat, alles Böse aus der Welt zu schaffen. Und dazu hat er die Chaos Emeralds benutzt, die eben das Böse enthalten haben unter anderem. Und das Experiment ist dann aber drastisch fehlgeschlagen und durch den Einfluss der Chaos Emeralds hat sich Dr. Owai Kinderbohr in den bitterbösen Dr. Ivo Robotnik verwandelt, was unter anderem auch so ein bisschen Sonics Schuld war, weil er über ein Kabel gestolpert ist während dem Experiment. Und das war im Grunde der Anfang von dieser Storyline. Ja, es hat sich doch relativ stark unterschieden, auch von den Archie-Comics, die ja dann wieder so eine ganz eigene Storyline hatten. Jeder Comic hat so ein bisschen sein eigenes Ding geredet, ja. Ich habe ja auch irgendwo eine Ausgabe davon rumliegen, ich weiß aber nicht wo. Okay, ja. Nope, ich selber habe die leider noch nicht gesammelt bis jetzt. Ja, ich habe zufällig mal drüber gestoßen bei Hashtag Not Sponsored eBay Kleinanzeigen. Und habe da einen Euro für hingeblättert oder so und war dann so, ja, ach komm, nehme ich mal mit. Mhm. Ja, aber die Fleetway-Comics sind doch sehr eigen. Eigen, könnte man sagen, ja. Ja, aber damit haben wir die News, glaube ich, durch. Wir sollten fertig sein. Eine Kleinigkeit kann man ja noch erwähnen. Sonic Unleashed wurde am 20. November 12 Jahre alt. Ui, happy birthday! Das beste Sonic-Spiel aller Zeiten. Und Fun Fact, Sonic Unleashed ist freigegeben ab 12 Jahren. Ui, das passt gut. Und damit, das Sonic Unleashed Remake ist bestätigt für dieses Jahr. Mhm. Hoffentlich. Also, offensichtlich kann es ja nicht sein. Ich würde auch ein Sequel nehmen, also ich bin nicht zu wählerisch, Sega. Bitte, danke. Ja, gut, zersplittern wir den Planeten halt nochmal, es ist okay. Wir finden schon eine Erklärung. Oder Chip hat sich einfach aus der Erde gegraben und das hat 12 Jahre gedauert. Genau, ja. Oh, das wäre witzig.
Nee, aber wir sind durch für heute und boah, ich glaube, ich gehe erstmal wieder schlafen. Ja, ich glaube, ich könnte auch noch ein Nickerchen gebrauchen, so ein Powernap. Oh, das ist ja, das machen wir nie wieder, okay? Ich meine, es liegt nicht an uns. Wäre es geplant verlaufen, dann hätten wir gestern ganz normal den Podcast aufgenommen, hätten jetzt die Adventure-Diskussion höchstwahrscheinlich schon hinter uns mit zwei wundervollen Gästen. Aber es hatte nicht sein sollen. Ja, das wird dann wahrscheinlich hoffentlich Sonntag, was? Well, wir probieren auf jeden Fall nochmal. Ich möchte schlafen. dann lass dich nicht länger aufhalten, ja. Weil das Problem ist, ich bin auch mitten in der Nacht wach geworden, weil ich einfach mega Durst hatte. Oi, okay, ja. Noch was Salziges gegessen vorm Schlafen gehen, oder? Nein. Ich überlege gerade, habe ich gestern Abend überhaupt was gegessen? Oh ja, aber nichts Salziges. Okay, ja. Gut, aber... Aber nochmal kurz als News-Zusammenfassung. Wir hatten News zu Sonic Forces Mobile, zum Sonic-Film. Wir haben neues Merchandise, nämlich neue Pins. Es gibt was auf Social Media zu betrachten, einen kleinen Kurzfilm. Der Sonic-Channel hat zwei neue Artworks rausgehauen. Einmal den Wallpaper mit Eggman und einmal das Spezialartwork mit Blaze. Sehr hübsch. Mhm. Von IDW gibt es das Cover A von Ausgabe 38 zu bestaunen. Und David hat mal wieder sich die Finger wund getippt, sodass die Tastatur brennt für den Comic Mittwoch Nummer 33. Die Sonic Adventure Music Experience Aufnahme ist jetzt in hoher Qualität im Internet Archive verfügbar. Sega hat neue Verkaufszahlen veröffentlicht und Sonic R feiert das Jubiläum, das 13. Nein, das 23. Jubiläum. Mit einem Artwork von einem Sonic the Comic Zeichner Rich Elson. Und Sonic Unleashed ist 12 Jahre alt und das beste Sonic-Spiel ist damit schon viel zu lange her. Ja, yep. Richtige Zeit wieder fürs nächste beste Sonic-Spiel. Ja, aber gut, das war's von uns für heute, von Sonic. Ich weiß gar nicht, wie lang das jetzt ist. Also ich glaube, wir haben doch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde gebraucht. So leicht mehr wahrscheinlich, ja. Aber wir haben uns auch entspannt Zeit gelassen. Das ist schon, ja, schon ganz cool. Jawohl, einfach mal wieder eine News-Folge so zur Abwechslung, damit ihr nicht mit diesen 2 Stunden Sonic Adventure-Folgen so begraben werdet. Hat sich jetzt zufällig so ergeben, also. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht es alle gut. Mhm. Bleibt alle gesund. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Und ich hoffe einfach mal, dass Craig das jetzt aufgenommen hat, weil ich noch keinen Download-Link bekommen habe. Schluck. Das wird gleich witzig. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, bis nächste Woche. Macht's gut. Schöne Woche. Man hört sich.